Heute habe ich für euch eine burgenländische Bohnensuppe. Ein feines, pikantes Süppchen geht ganz schnell in der Zubereitung und ist eine wunderbare Beilage abends zum Abendbrot. Die Suppe ist fettarm, sie ist ballaststoffreich und hat zusätzlich noch mal ein paar tolle Proteine für euch. Ihr könnt sie beliebig erweitern. Ich habe euch hierzu noch Beilagen und Einlageempfehlungen mit reingeschrieben, zusätzlich zu den Zutaten. Es ist alles unten in der Beschreibung nochmal hinterlegt. So, wir fangen an und schmelzen den gehäuften Esslöffel Butter in einen Topf bei mittlerer Hitze. Jetzt kommt die fein gewürfelte Zwiebel und der Knoblauch in den Topf und dann wird alles glasig bei mittlerer Temperatur angeschwitzt. Das dauert so 3 bis 4 Minuten und bevor wir das machen, geben wir noch eine Prise Kümmel mit hinein und pfeffern das Ganze. Wenn die Zwiebeln und Knoblauch glasig sind, geben wir jetzt 2 Esslöffel Mehl hinein und 1 Esslöffel Paprika edelsüß. Wenn ihr es schärfer haben wollt, gerne auch den scharfen Paprika. So, und das Ganze wird jetzt auch nochmal für eine Minute mit angeschwitzt. Und dann füllen wir das Ganze mit 1,5 Liter heißem Wasser auf und geben nochmal 6 leicht gehäufte Teelöffel Gemüsebrühepulver mit dazu. Anschließend wird alles mit dem Deckel geschlossen und für ca. 20 Minuten gekocht. So sollte die Suppe die nächsten 20 Minuten kochen. Nach 20 Minuten die abgetropften Bohnen dazugeben und die Suppe ohne Deckel nochmal für 5 Minuten schön aufkochen lassen. Einen Schuss Essig noch dazugeben, anschließend nochmal mit Salz und Pfeffer alles abschmecken und dann kann auch schon die Suppe serviert werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Rezept und noch einen wundervollen Tag.